und zeige Ihnen hier, was das Blutgewebe ist. Es ist das einzige Körpergewebe, das in flüssiger Form vorliegt. Alle anderen Körpergewebe sind fest. Die Lymphe ist nicht ganz fest, aber besteht doch aus weniger Bewegung der Lymphe im Körper als das Blut. Und dann Knochen, Muskeln, Nerven und so weiter, die sind ja richtig stabil. Und was das Besondere ist, das Blut verbindet alle anderen Körpergewebe miteinander. Das heißt, es ist ein Pool von Nährstoffen, von Botenstoffen, von Sauerstoff, von Vitalstoffen, die im Blut transportiert werden und über das Blut an alle Zellen herangeführt werden. Und die Nährstoffe werden im Darm oder vom Darm weg aufgenommen und über das Blut in alle Körpergewebe hinaustransportiert. Was für das Blut auch wichtig ist, das ist, dass es nicht nur die Nährstoffe vom Darm zu den Geweben transportiert, wo sie dann verarbeitet werden. Im Gewebe findet ein ständiger Umbau statt und da fallen auch Altlasten an. Ja, so überall, wo ein Umbau stattfindet, wo was Neues eingebaut wird, muss was Altes weg. Und dieses Alte wird im Ayurveda oft auch als Ama bezeichnet, als das Unverdaute, als das, was wir nicht brauchen in unserem Stoffwechsel. Und diese Altlasten in unserem Körper, die müssen vom Blut über die, aus den Geweben wegtransportiert werden, zum Darm hin und über den Darm die Nieren und die Schweißdrüsen ausgeschieden werden. Ja, und das Blut transportiert Informationen sehr, sehr schnell. Wenn man zum Beispiel da hat es Studien gegeben, wie schnell der Bluttransport ist. Und da hat man einen bitteren Tee, jemand intravenös injiziert und hat gemessen, wie lange das dauert, bis der auf der Zunge zum Schmecken ist. Wie lange glaubst du, dauert das? Weniger als eine Sekunde. Ja. Also beim ersten Herzschlag wird das schon in die Zunge transportiert. In die Zunge und ist dort füllbar. Also es geht sehr, sehr schnell. Ja. Gute Vene braucht man. Ja. Gut, also es sind jetzt nicht nur Geschmacksstoffe, die da natürlich transportiert werden, sondern vor allem die Botenstoffe des Körpers und die Hormone, die übers Blut verteilt werden. Ja, und dann, eben das ist jetzt der Abtransport, welche Belastungen gibt es, die sich auf das Blut und auf die Blutzusammensetzung auswirken? Da haben wir erstens einmal Belastungen über Ernährung und Wasser, Gärungsalkohole, die im Verdauungstrakt entstehen, die müssen entsorgt werden. Also immer wenn man Blähungen hat, entsteht auch Alkohol im Körper. Das sind die Leute, die so gesund leben, sehr viel Gemüse und roh essen und eine richtige Schnapsnasen haben. Ja. Also die brauchen keinen Fusel mehr trinken, die produzieren den selber. Es gibt auch Fäulnisstoffe, die dann Formaldehyd und andere schwefelhaltige Substanzen erzeugen. Und das sind dann diese übelriechenden Blähungen. Dann Schadstoffe und Gifte und auch Schwermetalle, die wir über die Nahrung und über die Umwelt aufnehmen und die dann auch übers Blut im Körper verteilt werden. Und zum Teil auch die Konsistenz des Blutes ganz wesentlich beeinflussen. Dann kommen Belastungen auch über Lunge und Haut, Luftschadstoffe, Reizstoffe, wenn zum Beispiel wegen Ozonbelastung oder Feinstaubbelastung der Verkehr gedrosselt wird, Lösungsmittel. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, durch meine Beschäftigung mit der transdermalen Behandlung, mit sogenannten bioidentischen Hormonen, ist mir völlig klar, dass über die Haut praktisch alles aufgenommen wird, was wir auf die Haut auftragen. Und deswegen passen Sie auf, was in Ihren Kosmetika drinnen ist. Ja?
Wenn es auf Erdölbasis ist, dann ist es für einen Heizofen und nicht für die Haut. Und wir nehmen das alles auf und müssen das verdauen und verarbeiten. Die Haut ist zwar selektiv durchlässig, aber durch die Poren geht viel, viel mehr hinein, als wir glauben. Und es gilt nicht zu Unrecht, dass das, was wir uns auf die Haut geben, eigentlich auch essbar sein sollte. Alles, was wir nicht essen würden, sollten wir uns auch nicht auf die Haut drauf tun. Ja, also in den Kosmetika sind leider sehr, sehr viele nicht zuträgliche Stoffe drinnen. Und dann zum Beispiel auch die Zahnpasta. Da wird ganz massiv fluorierte Zahnpasta beworben. Fluor ist auch eines der ganz schlimmen Körpergifte und hat weder in der Zahnpasta noch sonst irgendwo etwas zu suchen. Also schaut, dass Sie sich eine fluorfreie Zahnpasta besorgen. Ja, und dann haben wir natürlich auch einen starken Einfluss auf das Blutgewebe durch Stress und Stresshormone, also mentale Belastungen, aber auch durch Prozesse, Entzündungsprozesse, die im Körper passieren und die dann zur Verschleimung und zu anderen Entzündungsfaktoren im Blut führen. Ja, man sieht also hier, dass Schlacken, die sich in den Geweben ansammeln, dann durch das Blut in den verschiedenen Geweben weiter verteilt werden. Ich will da das jetzt eher überspringen. Aber man sieht hier bei dem nächsten Bild, dass wenn die Schlacken im Körper drinnen bleiben, dass die langsam aber sicher zu Krankheiten führen. Und je länger die Schlacken im Körper bleiben, umso stärker werden die Krankheiten. Das heißt, das Erste, wenn Toxine aus dem Körper nicht entgiftet werden können, ist, dass es einfach zu Befindlichkeitsstörungen kommt. Und das letzte Stadium der Krankheit ist, dass eine Krankheit aus dem akuten Stadium in ein chronisches Stadium übergeführt wird und dass es auch zu Komplikationen und zu Funktionseinbußen führt. Das heißt zum Beispiel, wenn wir durch eine Entzündung eine Narbe haben, die Narbe, die bleibt mehr oder weniger so wie es ist. Oder wenn man einen Herzinfarkt gehabt hat und der Herzmuskel vernarbt ist, die Narbe bleibt und da kommt keine Funktion mehr. Also das wäre sozusagen unter diesem sechsten Stadium zu verstehen, dass es eben dann entsprechende Funktionseinbußen gibt. Und was man die Denkweise in der Ayurveda-Medizin ist, dass man eben entsprechend schnell und frühzeitig Schlackenstoffe ausleitet und eben das, was zu Manifestation und Chronifizierung von Krankheiten führen kann, durch Entgiftungsmaßnahmen aus dem Körper beseitigt. Und das führt zu Vitalität, zu Jugendlichkeit und unser System im Gleichgewicht führt also dazu, dass wir wesentlich weniger stark dem Alterungsprozess und chronischen Krankheiten zum Opfer fallen. In der Ayurveda-Medizin unterscheidet man drei wichtige Therapierichtungen, nämlich die Therapie für den Gesunden, das ist die sogenannte Rasayana-Therapie. Da geht es darum, dass Verhaltensmaßnahmen empfohlen werden und Vitalstoffe gegeben werden, die die Gesundheit verstärken und intensivieren. Da gehören zum Beispiel pflanzliche Mittel dazu, wie die Amla-Frucht, aber auch zum Beispiel Vitamin D wäre so ein Rasayana. Dann gibt es die Shamana-Therapie, das wäre zum Beispiel, wenn Sie Morgenweh haben und Sie trinken einen Kamillentee, wenn es irritiert ist, oder einen Pfefferminztee, wenn zu viel Hitze im Magen ist, oder Basenpulver, wenn Sie sauer aufstoßen. Das wäre sozusagen eine Shamana-Therapie, eine Beruhigung von Symptomen, ohne dass jetzt die Ursache beseitigt ist. Und die Shodhana-Therapie wird in der Ayurveda-Medizin als die höchste Form der Behandlung angesehen. Und das ist die Ausleitung der belasteten Körpersäfte. Und das geht hauptsächlich über den Darm, aber auch über die Nasenschleimhäute und eben auch durch den Adalas über das Blut.
In der Ayurveda-Medizin, und das ist jetzt auch ein wesentlicher Punkt und auch ein Unterschied zum Adalas, wie er zum Beispiel in der traditionellen europäischen Medizin durchgeführt wird. Im Ayurveda legt man sehr großen Wert auf eine Vorbehandlung. Warum? Sie kennen alle die Situation, dass Sie stark verschmutztes Geschirr haben. Ja, Sie haben nur gegessen und dann haben Sie dringend weg müssen und dann sind Sie erst ein paar Tage später wieder heimgekommen. Was ist da mit dem Geschirr los? Das ist alles eintrocknet, inkrustiert. Ja, die ganzen Speisereste sind richtig hart auf dem Geschirr angeklebt. Und das passiert einfach, wenn die mit der Zeit, wo die einwirken können. Und genauso ist es auch mit den Schlackenstoffen im Körper. Je länger die einwirken auf unseren Körper, auf unsere Körperzellen, umso fester bitten die drinnen. Und deswegen ist die Idee in der Ayurveda-Medizin, bevor ich eine Ausleitungstherapie mache, dass ich die Schlackenstoffe auflöse, dass ich sozusagen ein Lösungsmittel gebe, damit die gelockert werden im Gewebe, diese Toxine, damit die wieder verflüssigt werden und ins Blut und in den Darm gehen. Das ist an sich eine ganz logische Überlegung und etwas, was wir jeden Tag machen, mit dem Geschirrspüler, mit der Waschmaschine, überall haben wir ein Vorwaschprogramm und ein Hauptwaschprogramm. Und das Vorwaschprogramm für unseren Körper ist sozusagen die Vorbehandlung auf die Ausleitungstherapie. Und da gibt es verschiedenste Methoden. Eine zum Beispiel ist die sogenannte Kräuterentschlackung, die wir bei uns im Haus anbieten. Das funktioniert so, dass man bei dieser Kräuterentschlackung verschiedene Kräuterzubereitungen zu verschiedenen Tageszeiten nimmt, die den Sinn haben, dass sie jeweils zur Zeit der Funktion eines Entgiftungsorganes dieses Organ unterstützen. Also wenn jetzt zum Beispiel Leberzeit ist, dann kriegen Sie ein Lebermittel. Wenn Nierenzeit ist, kriegen Sie ein Nierenmittel. Wenn Darmzeit ist, kriegen Sie ein Darmreinigungsmittel. Und das macht man 7 Tage und man ist aufgefordert, eine leichtere Kost zu essen, mehr Flüssigkeiten zu sich zu nehmen und man nimmt da auch eine ganz spezielle Kräutermischung und Gewürzmischung zu sich, die das Verdauungsfeuer aktiviert. Und dadurch werden die Schlackenstoffe noch besser gelöst. Und nach diesen 7 Tagen kann man zum Beispiel dann eine Ausleitungstherapie machen. Eine von diesen 7 Therapien, von diesen 5 Therapien, die hier stehen. Und Sie sehen, ja, die Sanskrit-Namen, Virechana, Bastinasya, Vamana, Raktamokshana, ja, wenn man das auf Deutsch übersetzt, abführen, Einläufe, nasale Ausleitung, Erbrechen, Adalas. Wenn wir das so hören als gestandene Innviertler, da haben wir eigentlich eher das Gefühl, Hände weg davon, das ist ein mittelalterliches Folterkabinett, aber nicht eine moderne Medizin. Nun, die Sache ist die, wir haben schon gesagt, das hat 5000 Jahre funktioniert und der menschliche Körper hat sich überhaupt nicht geändert. Was sich geändert hat, das ist unsere Wahrnehmung von Medizin und wie wir von den Medien geprägt sind, was Medizin ist. Steril, mit Instrumenten, mit Medikamenten, ist aus der Blisterpackung und so weiter. Ja? Aber wir wissen auch, dass die moderne Medizin das sehr vieles Gutes leistet. Also das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber dass man in der modernen Medizin auch oft übers Ziel schießt, ja, viel mehr und intensiver behandelt, als es eigentlich notwendig ist und für viele Probleme eigentlich gar keine Lösung hat. Und da spielen diese Therapien eine ganz, ganz große Rolle.